Scheiße, mir ist der Deckel runtergefallen. Ja. Kann gerade nicht lenken, los Spiel. Ja, jetzt kann ich lenken. Ja, lenk, lenk, lenk. Guck mal, ich kann sogar passiv kann ich das Spiel spielen hier. Guck mal, ich kann sogar die Maus wegziehen und bin trotzdem auf der Strecke. Wow, ist das nicht Profi? Jetzt müsste ich ja noch eine Kamera haben, damit man mich in Real Life sieht. Und dann hättet ihr das wirklich sehen können, wie ich hier rumkrieche und gleichzeitig spiele. Oh Gott, ey. Aber naja, warum man hier keine Kamera sieht, habe ich auch schon die Oma gesagt. Also wenn, dann würde ich das, glaube ich, nur mit so einem VR-Ding machen. Dass man mich eben in der Wirklichkeit nicht sieht, sondern nur ein Avatar. Gibt es ja auch mittlerweile. Kannst du dich ja theoretisch auch als Frau ausgeben, ne? Ich schwöre, wenn ich das machen würde, mir als Frau ausgeben würde und ja, das den eben so machen und dann eben die Let's Plays oder nur Just Talking oder so einen Scheiß machen würde, würde ich bestimmt innerhalb von einer Woche mehr Abonnenten haben als auf diesem Kanal. Gehe ich stark von aus. Könnte man theoretisch ja ausprobieren, ne? Ist ja ganz easy, machst auf einem stumpfen neuen Kanal und machst es halt, ne? Muss ich ein bisschen reinfuchsen, irgendwie kriegst du das schon hin. Wenn die anderen das hinkriegen, dann kriege ich das auch hin. Scheiße, ist das richtig? Ah, da war knapp. So, wo muss ich denn hier hin? Da dreh ich? Nö. Hä? Muss ich denn hin? Ganz hinten, ist das richtig? Sollte ich zu der Half-Pipe? Der ganz hinten? Sagen, redet hier irgendjemand? Ich habe theoretisch noch die Xbox-App im Hintergrund am Laufen, ne? Nicht, dass da irgendjemand reinrabbelt. Aber der kann ich irgendwie einfach nicht zu einer Party zwingen. Kommt ja eigentlich eine Meldung von wegen, haben Sie zur Party eingeladen? Das ist so richtig spooky dann, ob jemand auf einmal mit mir reden könnte. Spooky, scary, skeletons. Eier zurück, oder genau, oder ich sitze hier einfach und habe eine Tüte auf dem Kopf oder so ein Scheiß. Dass man meine Fresse nicht sieht. Ja, selbst wenn du eine Null bist, so gesagt, ne, kenne ich ja keine Socke, weil du ja nicht berühmt bist. Aber im schlimmsten Fall, ne. Das kannst du ja nicht wieder rückgängig machen, wenn du dich zeigst eben und dann du dann doch, manchmal auch eben ungewollt berühmt wirst. Vielleicht durch ein Meme oder so eine Scheiße. Das wirst du ja nicht wieder los. Deswegen, kannst du nur einmal machen. Nur einmal. Also möchte ich meine Privatsphäre behalten. Mein Gesicht behalten. Stell dir mal vor, zum Beispiel bei Jim Let's Play hätte das gemacht. Da würde ja auch jede Socke wissen, wie er aussieht. Wow, wow, wow. Und dann würden die wahrscheinlich auch auf die Eier geben, oder... Wenn die ihn draußen sehen würden, dann würden sie sagen, hey, guck mal, da ist German Let's Play. So, du musst doch da hinten. Und ich bin da ganz oben gelandet. Ja, soll ich überhaupt hin? Ich glaube wahrscheinlich eher nachher oder so, ne? Huhupala. Huhupala. Hupala. Ja, dann kommt wahrscheinlich auch 1,56 hin. Oh Mann, ey. Was mache ich denn hier wieder für... Distanze. Hä? Das Ende? Da muss ich gar nicht hin. Das ist einfach nur Deko gewesen. Okay. Stumpf. Guck mal. Bunte Farben. Lunatica. Keine Ahnung, was das heißt. Noch kein Intro. Guck mal, hat er sich so viel Mühe gegeben für den Namen. Der da David plus... Unterstrich. Aber da hat er kein Intro gebaut. Kein schönes Intro. Oh nein, und er hat die Kamera nicht mal umgestellt. Gleich minus. 6 Sätzen. Mann, furchtbar. Ey. Guck mal, da hinten sind auch wieder diese komischen Dinger, wo du da hochfährst. Und da bestimmt auch nicht eingestellt, dass die Kamera sich wechselt. Mann, warum macht man sowas? Wenn selbst die Hersteller das machen, dann musst du das auch machen. Wow, ich muss sagen, das ist richtig. Wow, okay, das ist gar nicht mal so kacke. Boah, die Kamera glaube ich gar nicht umstellen, ey. Naja, solange ich noch so weiter so fahren kann. Da muss ich durch. Oh Gott. Der Wagen ist zu groß. So slow. Das war aber knapp, ey. Das war knapp. Rast mit 1000 km/h längs, aber naja, durch das
komisch an die Ecke da ran springen, verlierst du ja jede Menge Geschwindigkeit. Wo muss ich jetzt hin? Ich sehe nichts. Ich würde sagen, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. Das ist ein Kreuz. Echt teilweise auch ein bisschen schwer mit der Kamera hier zu fahren. Wenn er meine scheiß Kamera umgestellt hätte, der Wichser. Ah, fuck. Aber da er es am Anfang nicht gemacht hat, gehe ich davon aus, dass er den Rest der Strecke auch nicht gemacht hat. Der Arsch. Okay, hätte gedacht, die ist länger. Scheiße. Voll die Karte gegengefahren, ey. Hä? Dumm? Ist das gewollt, dass man da durchfährt? Muss man ja, ne? Und noch mehr Kreise oder Helixe. Aber diesmal ist es ein großer. Und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Kommt immer so voll, als würde das Spiel hängen. Dass wir das Spiel hängen würde. Wenn du mal wieder auf eine neue Plattform drauf zufährst. Blub, blub. So, war's das? Könnte ich die Kamera jetzt wieder umschalten? Level? Oder kommt da noch irgendwie ein Helix oder es kommt. Okay, es kommt noch einer. Zu schnell und zu langsam. Kann ich sehen? Ich kann nicht sehen, okay. Ich denke, ist die Kamera so ein bisschen blöd, ne? Weil die ja sehr tief unten ist an der Straße. Kann sie eben einige Sachen hier gar nicht sehen. Ich glaube, die Vollprofis, die spielen wahrscheinlich auch nicht in der Kamera. Die können wahrscheinlich sogar in der Kamera hier eben die normalen Loopings fahren. Kann ich aber nicht. Ich bin einfach zu hart gewöhnt auf die Kamera. Man kann sich ja an alles gewöhnen, ne? Nur man will sich nicht an alles gewöhnen! Fuck! Genau daneben gesprungen. Genau daneben gesprungen. Aber wo ich das letzte Mal von Halo geredet habe, das ist ja auch theoretisch ein paar Parts her, für mich etwas hier die gleiche Session. Mal gucken, wie das neueste Halo wird, ne? Das Halo Online-Ding oder wie auch immer der Teil heißt. Denken wir auch so, die werden bestimmt jede Menge verkacken, weil das Spiel sieht irgendwie so, wie sie es machen, als wenn die so richtig den Fortnite-Hype schnüffeln und die wollen dann eben die Leute davon abziehen, so ungefähr, ne? Ist ja ganz klar, kostenlos spielen und dann irgendwie hier Skin-Kram kaufen oder Battle Pass oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, hat Fortnite eigentlich diesen Battle Pass eingeführt, erfunden oder hat er den auch nur von irgendjemandem geklaut? Weiß ich gar nicht. Ich kenn's ehrlich gesagt nur von Fortnite, diesen Battle Pass. Weil Fortnite gibt's ja auch schon seit, wie alt ist Fortnite? Wie alt, Mann? Keine Ahnung. Dafür müsste ich schon Recherchen betreiben, um zu finden, rauszufinden eben, wie alt das Spiel ist, auf die Battle Pass erfunden haben, auf das andere waren, wie auch immer. Aber davon kennt man es eben. Das ist eben das, was es nach außen getragen hat, weil es berühmt wurde, ne? Und dann versuchte jeder so zu sein. Ich glaube, PUBG ist, glaube ich, älter als Fortnite. Glaube ich. Aber ich weiß eins. Trackmania Sunrise ist älter als PUBG. Ha, 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 ha. Das ist ja auch kein 100 Leute und einer bleibt übrig. Spiel. Ich habe gerade den Namen dafür vergessen. Für die Spielmodi. Oh, war der Battle Royale. Meine Fresse. Das war dann echt komisch. Ey. Jedes Spiel musste dann Battle Royale haben. Ne? Kann man auf einmal Call of Duty mit Battle Royale. Aber der Teil war ja kostenlos. Also das Battle Royale. Und der normale Multiplayer und der Singleplayer war ja kostenpflichtig. Ah, ich habe auch schon mal den Warzone gespielt von Call of Duty. Das war mir einfach viel zu langsam. Wie gesagt, ich bin ja der klassische Call of Duty-Spieler. Los und ballern. Muss losgehen. Ewigkeiten warten. Bei Warzone dauert es ja in der Regel manchmal, bis du irgendeinen Gegner siehst. Also so war es bei meinen Runden immer gewesen. Dass ich bestimmt 5 Minuten oder so ungefähr gewartet habe, manchmal mehr, manchmal weniger, bis irgendwann mal ein Gegner kam. Und sonst hast du eben die ganze Zeit nicht nur irgendwie eingebuddelt mit Waffen oder durch die Gegend gerannt. Ich denke, das war mir ehrlich gesagt zu langweilig. Da ist ja fast bei Fortnite mehr Action ungefähr, weil da geht das ja fast ein bisschen schneller. Und PUBG, wenn ich ehrlich bin, habe ich glaube ich noch nie gespielt. Ich habe schon das einfach mal zugeguckt bei meinen Kollegen, aber gespielt selbst habe ich es noch nie.
kostet ja auch Geld. Ja, dafür bin ich nicht der Multiplayer-Typ. Der einzige Multiplayer, den ich viel gespielt habe, war Pangya. Dieses scheiß Golfspiel, ey. Davon soll ja auch doch nochmal der dritte Teil, so gesagt, jetzt rauskommen. Der zweite Teil war ja fürs Handy gewesen, den es irgendwie nach einem Jahr schon eingestellt worden ist, wo ich auch so denke, was, das wollen die wieder hinaufbeschwören? Ich glaube, die haben doch eh keine Chance mit dem Spiel, in den aktuellen Markt einzusteigen. Sowas ist tot, glaube ich. Das funktioniert echt nur irgendwie in... Wo waren die noch gewesen? Korea, glaube ich, ne? Südkorea. Das war, glaube ich, der einzige Markt, wo die noch waren. Evil Master Sideways. Ich glaube, den hatten wir schon mal, ne? Den Benutzer haben wir, glaube ich, schon mal. Und außerdem, was auch immer komisch ist, ich sag jedes Mal, nach jedem Let's Play, wenn ich Trackmania spiele, dass ich auf Trackmania Sunrise Extreme, Trackmania Sunrise Exchange gehen will und gucken will, ob die Zeit noch existiert oder ein Backup davon machen oder sonst irgendwas. Ich habe bis jetzt immer noch nichts davon gemacht. Ich bin nicht mal auf die scheiß Internetseite gegangen. Aber wenn die weg ist, ist es nicht so geil. Du kannst keine Folgen mehr runterladen, keine Strecken mehr runterladen und dann kann ich keine weiteren Let's Plays machen. Das heißt, wenn ich dann alle Strecken hier durchgefahren hätte, dann wäre Ende. Naja, vielleicht ist ja dann auch Ende. Weiß ich nicht. Wenn ich keinen Bock auf das Spiel habe, dann wird es halt irgendwann eingestellt. Ja, bei Fallout New Vegas, scheiße. Fallout New Vegas habe ich ja damals ja auch mehr oder weniger abgewürgt. Weil ich mit dem Spiel durch war, hatte noch nebenbei viel dann diese Nebenquests gemacht, aber mir ging ja auch dann irgendwann so langsam die Quests aus. Und dann habe ich noch die Quests, die ich hatte, in Schnellform abgearbeitet und dann habe ich es beendet, ne? Muss sein. Irgendwann muss es sein. Gerade wenn es eben, wenn man eben selbst dann keine Lust mehr hat eben zu dem Spiel, mit dem Spiel. Und ich habe diesen Bug bekommen. Das ist ein ganz seltener Bug bei dem Spiel. Dass wenn du landest, du ganz komisch aufkommst und ganz viel Geschwindigkeit verlierst. Das haben mir selbst die Speedrunner und die Pros gesagt, dass du manchmal das hast, dass du dann so behindert aufkommst, dass du so viel Geschwindigkeit verlierst. Dann kannst du immer gleich neu starten. Und das Gremium gerade hatte ich. So komisch schräg aufgekommen bin wahrscheinlich. Oh no, oh no, oh no! Das würde viel besser gehen, wenn er wieder die Kamera umschalten würde. Ha, ha, ha. Ah, ich glaube, ich jetzt was ändern würde. Ich würde was ändern, wenn ich hier mal vernünftig fliegen würde hier. Aber ich lande hier irgendwie immer komisch, ne? Gerade auf schräg, schräg auf gerade. Das kostet immer jede Menge Geschwindigkeit hier. Ich glaube, das letzte Mal bin ich runtergeflogen, oder? Ich bin schon weitergefahren. Wie es immer so ist, mein allererstes Mal kommen sie weiter. Und danach fliegen sie nur noch ins Wasser. Ah, stimmt, hier. Ich habe hier verschlafen. Toll. Bist du gleich zu schnell. Denkst du von wegen, oh, du brauchst Geschwindigkeit, weil du hier rüberfliegen musst. Und dann so, hui, du bist zu schnell. Langsam kommt die Müdigkeit auch durch. Oh, vielleicht soll ich jetzt mal Trackman Exchange runterladen. Ich sag ja, obwohl die Strecken ja nur ein paar Kilobyte groß sind, wenn du die ganze Seite runterlädst, die komplette fucking Internetseite. Ja, dann brauche ich wahrscheinlich eine alleinige 5 Terabyte Festplatte oder noch mehr, um die ganzen Daten zu speichern. Aber ich glaube, ja, die Let's Play Episode bis Folge 1.375.000. Mindestens. So, meine Stimme verlässt mich auch wieder ein bisschen. Naja, so ist es leider, wenn du lange nichts mehr aufgenommen hast. Und dann wieder anfängst, ne, und jetzt wieder 1,5 Stunden Let's Plays durchziehst. Dann wird die Stimme halt eben langsam wieder scheiße. Gerade weil in der Firma, die ich arbeite, ist irgendwie momentan keine Socke mehr, so ungefähr. Alle gekündigt, alle haben sie gekündigt. Jetzt bin ich mehr oder weniger ganz alleine. Das heißt, da redest du auch kaum. Das heißt, du benutzt auch nur wenig deine Stimme. Und wenn ich natürlich auf einmal so viel Sammelwasser hier raushaue, dann ist die Stimme irgendwann trocken, ne? Deswegen müsste ich ja wieder trainieren. Trainieren, aber ich habe keine Zeit. Scheißdreck, ey. Ich baller jetzt so viel Zeit rein und diesen Tag habe ich wieder keine Zeit. Denn morgen ist wieder Schule und Freitag ist wieder Wochenende.
Meine Pisse. Natürlich muss ich auch währenddessen immer noch jeden Tag 8 Stunden arbeiten. Das darf man auch wieder nicht vergessen. Da hast du dann nicht auch immer wirklich Lust, da noch ein Let's Play aufzunehmen. Ich sag ja, als ich den Kanal hier angefangen habe, war ich noch schwerst arbeitslos ungefähr. Also ich hatte nichts zu tun, ich war zwar nicht als arbeitslos eingetragen, aber ich saß trotzdem den ganzen Tag nur zu Hause rum. Scheiße. Deswegen hatte ich auch noch richtig Zeit. Da kam ich mit Codieren gar nicht hinterher, wie ich Folgen aufgenommen habe. Und dann kam die Arbeit und die Zeit, die wurde immer weniger und weniger und weniger. Viel ist ja mittlerweile der Zeit passiert, ne? Ich bin seitdem 2-mal umgezogen und ja, eben Ausbildung, Meisterkurs, blablabla, ist ja viel passiert eben. So ist das halt im Leben, ne? Es bleibt nicht immer alles permanent konstant. Aber dieser Kanal, der ist noch konstant geblieben. Er existiert immer noch. Und an sich habe ich ja nichts verändert, ne? Man sieht mich nicht, sondern hört mich nur. Ja, und mein Mikrofon ist in der Zeit natürlich besser geworden, aber das habe ich auch sehr, 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 sehr schnell geändert, ne? Ich habe mir ja ganz schnell Empire Dynamics MX2 gekauft damals, wo ich, glaube ich, Final Fantasy Part 3 oder 4 gemacht habe. Final Fantasy 9. Part 3, glaube ich, da habe ich das dann gesagt. Ich habe ein neues Mikrofon. Viel besser als mein uraltes Creative Ding. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das war diese komische Fidelity-Serie, glaube ich, dieses Creative-Headset, wo du das auch so anstecken konntest an der Seite. Sah zwar toll aus, aber der Ton war nicht wirklich gut und das Mikrofon, das hört ihr in den allerersten Episoden, wie sich das anhörte. Wie gesagt, dann war das ein meilenweiter Sprung zum Beyer Dynamics MX2. Der hatte zwar auch nicht ganz so gute Lautsprecher, aber das Mikrofon, das war gut. Aber jetzt habe ich ja das MMX 300, genau, so heißt das ja. Und das unterscheidet sich von MX2, vom Mikrofon eigentlich, glaube ich, fast gar nicht. Aber die Kopfhörer sind natürlich besser, also die Lautsprecher da drinnen. Ich habe es eine lange Zeit ja auch benutzt, als ich leise sein musste und die Lautstärke nicht aufdrehen konnte. Deswegen habe ich dann viel über Kopfhörer gehört und da war es auch gut gewesen. Jetzt benutze ich es ja wirklich nur noch für Let's Plays, weil ich wohne mittlerweile alleine in einem eigenen Haus. Das klingt immer so toll, aber das ist auch nur ein ganz kleines Häuschen, irgendwo nirgendwo so ungefähr, aber naja. Dafür habe ich den Vorteil, dass ich jederzeit, wann ich Lust habe, aufdrehen kann, wann ich will. Auch jetzt um 22.30 Uhr. Ich könnte jetzt einfach volle Pulle hochdrehen und es wird sich niemand beschweren, weil es niemand hört. Ja, Vor- und Nachteile. Was? Da hast du Internet? Ja, da habe ich Internet. Sogar scheiß fucking Glasfaser. Glasfaser ins Haus. Nicht bis zum Verteilerkasten, ins fucking Haus. Ja, Luxus. Deswegen habe ich auch 300 Mbit Upload, ne? 300 Mbit Upload. Aber YouTube hat das irgendwie in letzter Zeit gedrosselt, warum auch immer. Keine Ahnung. Andere Seiten geht 300 Mbit, aber YouTube nicht mehr. Die haben mich richtig hart runtergedrosselt. Wahrscheinlich haben die das geschnuppert. Da lädt aber ganz schön viel Content hoch und hat kaum Aufrufe. Den drosseln wir mal. Du Schweine. Ich bin nachteilig hier. Aber ich habe nicht gehört, dass irgendjemand anderes sich beschwert hat. Also, ihr Schweine. Ich werde hier reduziert. Gleich ans Bundesverfassungsgericht klagen, dass ich hier gedemütigt werde, genervt werde. Gut. Lebt wohl, Leute. Bis zur nächsten Episode von Dragon Quest Sunrise.